Mannschaft und von Borussia Dortmund. Warum wird bei uns nicht mal die Hymne so lange ausgespielt? Und damit herzlich willkommen zum Derby gegen Borussia Dortmund im Let's Play mit Fußballmanager, im Let's Play Fußballmanager 13 mit dem FC Schalke 04. Ja, jedes Spiel bislang gegen den BVB in diesem Let's Play. Wir befinden uns in der zweiten Saison. Haben wir, also drei Spiele haben wir bisher gehabt, haben wir bislang jedes gewonnen mit 1:0 jeweils. Auch zuletzt hier in Dortmund war Cyprian Marika der goldene Torschütze. Und auch heute wollen wir den nächsten Sieg einfahren. Marika spielt zwar nicht mehr, aber Huntelaar hat die letzten beiden Spiele auch getroffen. Jelle Vossen im Sturm, Goretzka rechts, links Draxler, der nach dem Bayern-Spiel verletzt zurückgekehrt ist. Jetzt Huntelaar erstmal vorne im Strafraum. Huntelaar gibt den Ball hinein. Das war nix. Wir sind im Aufwind, Leute. Das vierte Rückrundenspiel. Wir haben bislang noch nicht verloren. Zwei Siege stehen zu Buche und das letzte Spiel, der letzte Sieg gegen die FC Bayern München mit 3:0 zu Hause. Renato Augusto, dreifacher Torschütze, steht natürlich heute wieder in der Startelf auf der 10er Position, da wo er sein bestes Spiel bislang für den FC Schalke 04 gemacht hat. Draxler hat erstmal Andreas Hanschen auf die Bank verdrängt. Der Junge muss ja nicht gleich immer eingesetzt werden und Draxler ist immer die bessere Alternative. Oh, böses Foul von Jelle Vossen gegen Marcel Schmelzer, das muss nicht sein. Sieht aber erstmal noch keine Karte, Gott sei Dank. Hummels wird den Freistoß ausführen. Das ist Reus. Und Augusto spritzt dazwischen gegen Schein. Aber Schein setzt nach und holt den Ball wieder. Kirchhoff hat sich da voll eingespielt. Papadopoulos kommt erstmal gar nicht mehr rein, weil Hövedes auch wieder in alte Form ist. Vossen jetzt gegen Hummels. Vossen setzt sich durch. Ah, der Pass, der weiß nicht, wen er da gesehen hat. Renato holt sich den Ball wieder. Nochmal Jelle Vossen. Huntelaar, Renato Augusto raus auf Draxler, der kommt dem Ball nicht entgegen. Und da ist Lewandowski, schickt Patrick Herrmann auf die rechte Seite. Der spielt nochmal auf Lewandowski. Und jetzt können wir klären mit Neustädter. Huntelaar, der Co-Kapitän, kein Foul. Hat einer von den Fans gepfiffen, Büttner ist da. Und die Schalker-Fans machen Stimmung. 8000 Schalker sind mitgereist, durften mitreisen, sonst wären noch viel mehr mitgereist. Und da wurde drüber gehalten. Bei Renato Augusto gibt voll richtig Freistoß für unseren FC Schalke 04. Das macht Benedikt Hövedes. Spielt ihn ganz weit raus auf Uchida, der flankt direkt rein. Vossen! Und Weidenfeller! Riesentat! Draxler! Castro ist da, der Neuzugang im Winter. Für 15 Millionen von Leverkusen gekommen. Klasse Freistoßvariante von Hövedes. Uchida direkt weiter in den Strafraum und Widerstand. Vossen völlig frei. Ähnlich wie schon gegen die Bayern. Da hat Vossen das Tor knapp verfehlt. Jetzt hat er aufs Tor den Ball gebracht, aber Roman Weidenfeller war sein Meister. Draxler, klasse Pass, klasse Idee zumindest. Aber der kommt nicht an. Geht hin und her hier. Dortmund natürlich wütend. Die wollen auch mal wieder ein Derby gewinnen. Vor allem jetzt hier zu Hause. Huntelaar gegen Schein setzt sich durch. Vossen. Vossen, Goretzka. Und Uchida. Jawohl, sieht Goretzka. Der verwehrt den Ball nicht richtig. Vossen nochmal raus auf Uchida. Gut gespielt. Uchida weiter auf Goretzka. Das sieht gut aus. Leon Goretzka gegen Schmelzer. Goretzka flankt hinein. Aber zu schwach der Ball. Kam zu nah vors Tor von Roman Weidenfeller. Der beste Torhüter, der nie für seine Nationalmannschaft gespielt hat. So heißt es ja so schön. Reus. Marco Reus. Reus! Und Büttner klärt sehr kreativ. Meine Güte. Da haben wir Glück, dass Lewandowski da nicht rankommt. Renato Augusto, Huntelaar gegen Subotic. Also diese Spiele gegen Dortmund sind immer sehr offen. Hin und her geht es hier mal wieder. Draxler kommt nicht ran nach dem Ball von Neustädter. Kasten, nur Einwurf, Schein. Herrmann. Götze sucht Lewandowski gegen Kirchhoff. Kommt zu spät, der ehemalige Mainzer. Freistoß für den BVB. Nuri Sahin dürfte das sein. Jawohl, Sahin in die Mauer und Hövedes klärt.
Und da haben wir Forsen ganz vorne. Forsen dauert einfach zu lange, sich zu drehen. Lewandowski nochmal vorbei an Kirchhoff. Lewandowski und Arthur Morage. Hat den Ball. Eine Minute Nachspielzeit wird es geben. Hier wird es verlängert nicht. Aber da ist auch schon Schluss mit der ersten Halbzeit. Offenes Ding. Wir hatten die dickste Möglichkeit durch Jelle Forsen, der immer noch nicht sein erstes Bundesliga-Tor erzielen möchte. Spannende erste Hälfte war das. Uns wird nochmal eine spannende zweite Hälfte folgen. Halbzeitansprache. Alles läuft momentan nach Plan. Alexander Büttner können wir loben, wie klasse er das wieder geklärt hat. Da Renato Russo kriegt gleich mal eine Massage und wird motiviert, genauso wie Jelle Forsen. Arsturo Ishida hat das bislang auch ganz gut gemacht, wird auch wieder mal gelobt. Und Leon Goretzka motivieren wir noch ein bisschen. So, wen können wir noch eine Massage geben? Jelle Forsen und Klaas-Jan Huntelaar. Ab geht's in die zweite Halbzeit. Wir wollen den Sieg hier mit nach Hause nehmen. Zumal wir dann ja auf 6 Punkte an den Champions League Plätzen wieder ranrücken können. Huntelaar, Forsen. Sieht rechts außen Goretzka. Goretzka nochmal auf Huntelaar. Huntelaar vorbei an Şahin. Huntelaar noch am Ball. Nee, Hummels klärt. Patrick Herrmann, langer Ball nach vorne. Hat Lewandowski verlagert auf Götze, der raus auf Marco Reus. Reus spielt in die Mitte. Renato Augusto hilft mit aus. Sehr schön. Uschida. Und das hat Jelle Forsen. Wieder Fehlpass von Jelle Forsen. Gibt's ja gar nicht. Draxler. Huntelaar. Natürlich schwer für Jelle Forsen. Hohe Erwartung an ihn. Er ist hier kurz vor Transferschluss quasi gekommen, vor dem ersten Spieltag. Lewandowski! Klasse Tor! Für den Saisontreffer von Robert Lewandowski. In den letzten 2 Spielen scheiterte Lewandowski jeweils gegen uns in der Felsarena an der Latte. Jetzt geht der Ball mal, springt der Ball halt mal rein. Und damit steht es 1-0 für den BVB. Forsen, Draxler, Renato Augusto gegen Subotic. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. War es meiner Meinung nach auch nicht. Ja, um nochmal auf Jelle Forsen zurückzukommen. Der kam hier kurz vorm ersten Spieltag, wurden gleich hohe Erwartungen an ihn gesetzt. Er hat keinerlei Zeit gehabt, sich groß an die Mannschaft zu gewöhnen und ist ständig unter Druck ausgesetzt. Diese Rückrunde hier, die wird er auf jeden Fall zur Eingewöhnung brauchen. Ich denke, dass er in der nächsten Saison vor allem seine Stunde schlagen wird. Keiner bei Götze da. Renato Augusto, Neustädter, kommt an Goretzka. Goretzka mit der langen Flanke, die fängt nur die Scheibe wieder ab. Herrmann. Und Neustädter kommt nicht ran an Reus. Reus auf Lewandowski. Lewandowski durch. Lewandowski. Morage. Wir bereiten den Wechsel vor. Jefferson-Verfahren wird reinkommen. Für Renato Augusto. Dafür rückt Draxler auf die 10er-Position. Und Goretzka auf die linke Seite. Da konnte Morage nichts machen bei diesem Klasse-Treffer von Lewandowski. Neustädter verlängert gut. Forsen. Huntelaar. Super, wie er Draxler sieht. Draxler flankt direkt. Ah, vorbei an Freund und Feind. Erneut. Schwaches Ding von Draxler. So, Verfahren. Muss auch mal wieder in alte Form kommen. Kevin Großkreuz. Der größte Schalke-Hasser in der Bundesliga. Kommt ins Spiel. Reus. Uschida. Holt sich den Ball zwar, aber kann ihn nicht verwerten. Wir wechseln noch ein weiteres Mal aus. Für Goretzka wird Andreas Hanschen reinkommen. Nächster jüngster junger Spieler da bei uns. Hanschen mit dem Einwurf. Reus. Hanschen war es nicht. Schmelzer war es. Entschuldigung. Langer Ball auf Reus. Kirchhoff ist dran. Kirchhoff kann die Flanke aber nicht verhindern. Büttner kann auch den Schuss von Großkreuz nicht verhindern. An den Außenpfosten ging der auch noch. Meine Güte. Dickes Ding für den BVB. Schalke kommt nicht. Knüpft nicht an die gute erste Halbzeit an. Forsen, langer Ball jetzt auf. Hanschen, Castro wehrt ab. Wir werden den nächsten Wechsel vorbereiten. Ricky von Wolfswinkel wird kommen für Jelle Forsen. Als frischer neuer Stürmer. Götze, Draxler holt sich den Ball. Wunderbar. Hanschen und Huntelaar. Verfahren. Weitergeleitet auf Forsen. Forsen nochmal auf Huntelaar. Draxler. Müsste außen jetzt. Hanschen suchen. Draxler mit dem Rainbow. Quatsch, wie heißt das Ding? Ach, keine Ahnung.
Bringt am Ende nichts. Hätte außen spielen müssen und Büttner mit dem Foul. Jetzt heißt es bei uns, an der Taktik nochmal was zu feilen. Das Pressing hochzustellen und den Einsatz zu erhöhen. Auch die Abwehrreihe wird sich ein bisschen nach vorne begeben. Schade, wir konnten uns bislang in der zweiten Halbzeit keinerlei Chancen mehr erarbeiten. Mindestens einen Punkt hätten wir hier mitnehmen müssen. Und dann auch ist es ja drin, ne? Ist klar. Aber momentan sieht es hier nicht danach aus. Moritz Leitner kommt beim BVB für Sven Bender. Schahi mit dem Freistoß. Großkreuz. Neustädter dazwischen. Jawohl, jetzt die Kontermöglichkeit. Draxler braucht es lange mal wieder mal beim Drehen. Huntela kann den Ball auch nicht behaupten. Großkreuz. Wieder abgefangen. Neustädter. Schwacher Pass. Ah, von Wolfswinkel ist da. Verfahren gegen Reus. Verfahren setzt sich durch. Sehr, sehr gut. Verfahren mit der Flanke. Schwach. Götze verliert den Ball an Neustädter. Wolfswinkel. Draxler. Verfahren, jawohl. Verfahren. Sucht Hanschen. Andreas Hanschen. Andreas Hanschen. Mit der riesen Möglichkeit zum Ausgleich in der 86. Minute. Klasse gespielt von unserer Offensive, von Fafan und Draxler. Schön in den Lauf geschlagen. Hanschen lässt Castro stehen und hätte das Ding hier einfach machen müssen. Huntela nochmal, Draxler sieht nochmal Hanschen. Hanschen nochmal auf Draxler. Nochmal Hanschen gegen Hutchinson. Hanschen, ach, Hutchinson und Hanschen. Ja, Hanschen holt wieder den Freistoß raus. Gelbe Karte für er. Atiba Hutchinson, gerade eingewechselt worden beim BVB. Und jetzt nochmal alles. Ja, fällt er der Elbung aus und sperrt den Ball ab. Jefferson Verfahren. Den wird er doch noch direkt aufs Tor ziehen. Doch, in die Mauer, ganz schwach. Draxler nochmal. Und Lahm abseits, bitte. Nein! Fehlentscheidung. Der war nicht mal abseits. Das war gleiche Höhe und bei Zweifel für den Angreifer. Bittere Entscheidung für, gegen unsere Schalker Mannschaft. Hanschen mit dem Kopfball, Huntela auf Hanschen nochmal, komm. Hanschen mit der Flanke, Draxler kommt dem Ball wieder nicht entgegen, wenn ich das immer sehe, ey. Dass sie dem Ball einfach nicht entgegenkommen. Und da ist Schluss. Wir verlieren zum ersten Mal diese Let's Play, das Derby gegen den BVB. Zu einem Zeitpunkt, wo wir eine Niederlage gar nicht gebrauchen können. Wir gewinnen 3-0 zu Hause gegen die Bayern. Und ja, verlieren unglücklich gegen den BVB. Leider bringt es sich bei aller Aufregung da. Leider bringt es. Oh Mann, ey. Oh. Ja, es ist ärgerlich, Leute. Es geht gerade in unsere gute Formphase wieder rein. Die Lage können wir momentan gar nicht gebrauchen. Ja, nach einer schwachen zweiten Hälfte muss man da ehrlich sagen, dass die Niederlage dann doch verdient ist gegen den BVB. Zum ersten Mal, wie gesagt, verlieren wir in diesem Let's Play gegen den BVB im Derby. Wäre alles nicht so schlimm, wenn unsere Tabellensituation momentan anders aussehen würde. Tut sie allerdings leider nicht momentan. Deswegen ist die Niederlage wieder besonders ärgerlich und bitter. Zumal das nach dem 3-0 gegen die Bayern passiert ist. Gut, der BVB war jetzt Tabellenführer, wird die Führung auch weiter ausbauen. Aber für uns kommt die Niederlage gar nicht gut. Einfach unverständlich, wie die Mannschaft da nach einer guten ersten Halbzeit, wo sie selber Chancen hatte, die natürlich mal wieder nicht genutzt hat. Das ist natürlich unser großes Manko in dieser gesamten Saison schon über, dass wir Großchancen einfach nicht für uns nutzen können. Ja, am Ende können wir die Chancen ja nicht in Tore ummünzen. Auch in der zweiten Halbzeit war das Harmlosigkeit. Wir haben uns nichts mehr nach vorne zugetraut. Nach vorne kam auch wirklich nichts Gefährliches. Jelle Fossen da sehr unglücklich agiert, Fehlpässe über Fehlpässe, hat die in der ersten Halbzeit die Riesenchance vermasselt. Zweite Halbzeit, denn eine klasse Aktion hatten wir, die hätten wir dann nutzen müssen, wirklich. Andreas Hanschen, will ich ihm jetzt auch nichts vorwerfen, dass er die nicht nutzt, die Chance. Nachdem er da frei vor Weidenfeller ist und das Ding ins lange Ecke einfach hätte hauen müssen, kann man jetzt keine große Vorwürfe machen. Was soll man sagen? Es ist bitter, wir müssen jetzt gegen andere Mannschaften unsere Punkte holen und zwar möglichst auch nacheinander. Wir müssen halt einfach eine Serie starten. Zwei Siege hatten wir jetzt, nachdem wir gegen die Bayern und gegen Hoffenheim gewonnen hatten. Nächste Woche geht's also zu Hause gegen Wolfsburg. Da muss schlicht und ergreifend wieder ein Sieg her, denn die sind 4 Punkte hinter uns. Es ist ein Duell schon wieder um Europa. Wir sind weiterhin 7 Punkte hinter den Champions League Plätzen. Und das heißt es, weiter anzugreifen. Gegen Gladbach spielen wir noch, gegen Stuttgart spielen wir auch noch. Also da heißt es, Punkte zu holen. Gegen Bayern haben wir schon die Punkte geholt, das war das Richtige. In Hannover, glaube ich, müssen wir noch spielen.
Aber die stehen ja eh. Ja, die müssen wir einfach hinter uns lassen. Das war die 5. Saisonniederlage. 7 Unentschieden, 9 Siege. Wir brauchen unbedingt Siege. Das ist das Wichtigste. Hannover schlägt Leverkusen 3-1. Werder Bremen gegen Freiburg 0-0. Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth 1-0. VfL Bochum gegen HSV 0-1. Stuttgart, Fortuna Düsseldorf 3-1. Wolfsburg mit ganz viel Aufwind 6-2 gegen FC Augsburg. Bayern 0-0 im direkten Duell. Im Verfolgerduell gegen Gladbach. Hoffenheim schlägt Lautern 2-0. Sieht dann auch in der Tabelle, wie gesagt, entsprechend aus. Abstiegskampf gibt es nicht. Um den Abstieg muss man nicht kämpfen. Ja, um den Klassenerhalt muss man kämpfen. Genau so ist es. Da hat er schon nicht ganz unrecht. Hanschen, körperlich haben wir kein Problem mehr. Physisch müssen wir was tun. Naja, das ist auch wieder so ein widersprüchlicher Satz. Patrick Hemmer, bester Mann gewesen. War er das wirklich? Muss nicht unbedingt sein. Was sagt die Teamleistung? Die war heute natürlich wieder mal nicht besonders gut. Wir schaffen es einfach nicht an gute Leistungen, an Spitzenleistungen anzuknüpfen. Das ist das Ärgerliche bei uns zurzeit. Es ist keinerlei Konstanz drin. Ja, und natürlich nach einem Derby-Sieg, da sinkt das Vertrauen natürlich wieder. So, Bussewunsch spediert David Locke in Hochform. Stärke 69. Was für ein klasse Verteidiger. Reserve bei Schalke. Die haben schon wieder gewonnen. 3-1. Wieder David Locke. Das dritte Mal in Folge. Bester Mann. Tore. Erstmal Locke. Locke. Manfred Stark gemacht. Tor. Und Philipp Max hat zugeschlagen. Jawohl. Hat sich also gelohnt, den in der zweiten Mannschaft aufzustellen. Im letzten Spiel hat Andreas Härtner auch gespielt. Sebastian Härtner, jawohl, auch eine 2,0 gekriegt. Haben sie also beide wieder empfohlen für die erste Mannschaft. Das ist gut, wenn sie da ihre Leistung bringen. Hedlund hat gespielt. Hat auch eine 2,0. Das sieht doch alles schick aus. Philipp Max also mit Note 2 und ein Tor. Sehr schön, Philipp. Ja, das gefällt mir doch. Sein erstes Spiel dieses Jahr in der zweiten gleich ein Tor gemacht. So kann es weitergehen für ihn. Jetzt wird er auf natürlich wieder in der ersten Mannschaft sein, klar. Scouting abgeschlossen, Man City und auch bei Leverkusen. So, Max und Härtner wieder zurück in der ersten Mannschaft. Die beiden aufstrebenden Jungs. Ja, Renato Gusto hat sogar wieder einen Stärkepunkt dazugekriegt, obwohl er nicht so doll war letztes Mal. Aber okay. So schlecht haben wir letztendlich ja dann auch nicht gespielt letztes Mal. Verfahren kommt wieder besser in Form. Das ist doch mal erfreulich. Wird wohl Goretzka ersetzen im nächsten Spiel. Müssen wir schauen. Das war's jetzt immer für heute, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.